Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Surround Dead. Wir haben letztens hier die Kiste gemacht und ich muss sagen, Leute, es funktioniert. Ich habe hier paar Rucksäcke, Big Bags halt hier drin gelassen. Das Einzige, was mir jetzt Sorgen macht, ist immer noch das hier, weil wir haben letztens Munition gemacht und die funktionieren nicht. Also war das jetzt die falsche Munition, die ich jetzt gemacht habe? Oder war das das Richtige? Absolut kein Plan. Allerdings, was machen wir heute? Es ist nachts. Ich will heute etwas tun. Und zwar, ich habe Hunger. Ich esse jetzt was. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich ja, das können wir mal austrinken. Ich will jetzt schauen, dass wir naja, wie soll ich sagen, wir fahren heute einkaufen. So, das wollte ich sagen. Und ein Auto stehen. Das auch. Licht an. Map an. Und zwar, wir sind hier. Wir müssen hier hin. Denn hier ist der Joe, ja, Trader Joe's, da müssen wir hin, also das heißt links. Los geht's, es ist scheiße, dass nachts ist, aber wir fahren mal hin. Ich habe viel zu viel Geld gesammelt, deswegen will ich heute einkaufen. Na warte, immer auf der Map schauen. Ja, immer noch nie da. Die können natürlich hier die Tankstelle mal schauen. Schau mal in der Tankstelle nach. Wie viel? 8. Die sind noch irgendwo da. Gerne an mich, Messer brauche ich nicht. Laden mal das Magazin. So. Ja, die Kappe brauche ich auch nicht. Nicht so wirklich. Das würde ich gerne nehmen. Das habe ich Geld. Wegen dem Geld weiß ich nicht. So recht. Plastik habe ich noch. Also Plastik haben wir. Was mich interessiert ist Essen. Essen und Trinken. Weil ich habe gerade gegessen. Cup. Nehmen wir mit.
Lamp. Okay. Wasser. Klo. So. Okay, es ist langsam hell. Das heißt, los geht's. Wir fahren mal hin. Los geht's. Warte. Ja, geradeaus. Mist. Wir haben auch ziemlich wenig HP. Also bremsen wir mal. Ja, wir sind fast da. Haben auch ziemlich wenig HP. Wo sind meine Painkillers? Schlucken wir sie mal runter. So, HP ist da. Licht aus. Links. Also wir sind irgendwo hier schon angekommen und da ist die Straße, glaube ich. Ich hoffe, ich komme bei dem an. Ja, wenn ich immer, wenn ich aufnehme, regnet es. Hallo Joe. Wow. Alter, andere Überlebende. Was hast du hier? Bandage, Munition. Glock, Essen nehme ich gerne an mich. Munition. Alle? Ja. Geldbeutel habe ich, Rope habe ich, Wasser. Bandage. Nämlich habe ich gesagt. Warte mal, kann ich sie? Okay. Ich habe schon gedacht, dass das ziemlich teuer wird, also das Geld. Ne, also ihr seht, ich habe ziemlich wenig Geld jetzt. Was hast du so? Nix. Oh. Können hier was kochen, okay. Hier können wir was machen. Das können wir dann auch so machen. Also, wir haben ziemlich viel Geld ausgegeben. Also, hat mir schon gedacht, dass das Ganze... Ich habe mich immer noch gefragt, ja, warum wir so viel Geld bekommen und wohin damit. Und ich habe noch Witze gemacht in der letzten Folge, ja, da kostet bestimmt alles 1 Million und das ist halt so. Kostet ziemlich viel und mein Auto qualmt. Da muss ich reparieren. Okay. Wir haben etwas Benzin, das machen wir mal rein. Mein Wagen qualmt, da müssen wir reparieren. Okay, Benzin ist voll. Jetzt müssen wir es reparieren. Ja, und deswegen qualmt es auch, weil das kaum noch HP hat, also beziehungsweise Struktur. Ja. So, Auto repariert, qualmt weg.
So. Na dann. Fahren wir nochmal in der Stadt. Vielleicht bekomme ich dort noch was gesammelt. Ich nehme immer diesen Wagen, weil der ist am schnellsten unterwegs. Es tut mir leid, Leute. Aber ich brauche das Fleisch. Am Überlegen dahin zu fahren. Links. Ne, wir fahren mal in der Stadt nochmal, gucken dort was. Wir haben ziemlich viel Geld ausgegeben. Ich muss noch laden. Bei 14 Munition. So. Das hat aber ziemlich viel gekostet, ey. Ich habe so wenig Kohle noch übrig. Holz können wir hier holen. Warum ich gerade gegessen habe, weil ich höre, dass jemand da kommt. Und so umlagern hatte ich eigentlich keine Zeit. In dem Moment. Genau das habe ich befürchtet. Ja. Kommt mal. Alle zu Papa. So, jetzt ist aber Ruhe im Karton. Wie viel? 8 Schuss noch. Zu gefährlich. Das heißt. Oh oh. Das heißt wegrennen. Was ist los? Durst. Warum habe ich es viel zu oft? Hunger und Durst. Ich muss mich jetzt. Rein da. So. Das habe ich immer noch nicht. Womit ich das öffnen kann. Und das habe ich gerade gekauft. Na super. So ein Dreck. Okay, wir können das zum Verkauf nehmen. Ich glaube, ich nehme die und verkaufe dann. Weil ich weiß nicht, wie viel der kosten wird. So. Ich höre noch ein Zombie draußen rumrennen. Dann gehen wir noch mal hier. Noch ein Magazin. Wobei. Können wir verkaufen. Ich habe schon zwei. Noch mehr Essen. Ich brauche aber Wasser. Noch mehr Essen.
Das habe ich. Tape. Ich brauche Wasser. Oh ja. Das nehme ich. Das habe ich. Neunzehn Schuss, zwei Zombies. Okay, drei Zombies. Jeweils zwei Schuss. Sollte ausreichen. Oh oh. Ist noch einer. Herr Polizist. Legt euch flach. Lass mich euch. Geld ist immer gut. Wir haben das Geld verschwendet, Munition. Und hier kann ich nicht. Ich habe gedacht, hier kann ich tanken oder was? Okay, das habe ich auch verschwendet. Gibt's nichts viel. Filtermask. Mitnehmen. Hier ist nichts. Nach oben zu gehen, naja. Können wir auch nicht. Na dann. So Leute. Wir fahren jetzt nach Hause. Speichern ab. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Das kennt ihr von mir alles. Also, wir fahren jetzt nach Hause. Nächstes Mal fahren wir in eine andere Richtung, in der Richtung von Tankstelle, aber da werden wir, dann werden wir dort die Straße nehmen, wo hoch geht, also dahin rechts. Also heute waren wir beim Händler. Irgendwann mal werden wir hier Tür reinbauen. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir können eigentlich Fleisch machen. Wir haben ja zwei. Ne? Ich habe ja zwei Fleisch. Warum kann ich das nicht kochen? Ich habe ja zwei. Da habe ich keinen Platz mehr. Und Platz sollte nicht scheitern, also Platz haben wir noch. Naja, okay Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ihr wisst was zu tun ist, ich leg mal das Fleisch mal rein. Mach mir ein bisschen Platz. So, die eine reicht auch aus, also das. Ich muss mal gucken, ob ich noch Tomaten habe. Okay Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wisst, was zu tun ist, bis zum nächsten Mal. Euer Lone Wolf, haut rein. Ciao.